Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Ultimate Team The Robbery. Und ja, wir wollen heute den Gegner besiegen. 60er Stärke, okay. Da können wir uns ja was richtig Geiles klauen. Ein Striker. ja, ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr was braucht, Game Keys oder Game Cards, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA, da könnt ihr auch gerne euch Coins besorgen. Jetzt will ich gucken, dass ich nicht verkacke gegen diesen Gegner. Im Ernst? So, da haben wir den nächsten Gegner. Das sieht schon mal besser aus. TSV Havelse. Mhm. Gut, bin jetzt ganz gespannt. Schon wieder so ein schlechter Bild. Okay, da wäre wenigstens Leno drinne. Das sieht auch gerade nach einem frisch zusammengemixten Team aus. Ich wette, ich habe jetzt wieder jemanden. Das ist ein Coin-Bot oder so. Wahrscheinlich wieder. Ich muss ja hier auf Robben. Am besten ein Robbery. Okay. Ich habe das Gefühl, der Gegner will nicht mit uns spielen oder so. Hab ich so gerade das Gefühl. Irgendwie scheint es so zu sein. Oder da lässt irgendjemand seinen kleinen Bruder, seinen Säugling oder so gerade spielen oder sowas. Das ist doch echt strange. Aha. Okay, Ribéry. Ribéry. Und das war The Robbery, aber ganz billig. Richtig billig. Ich weiß, ich kann mich darüber gar nicht richtig freuen. Ribéry nimmt den Ball an, läuft auf den Torwart zu, legt ihn nochmal ab. Damit wir hier The Robbery haben. Das war sogar ein Foul. Ter Stegen. Okay. Hier ein Robbery. Werten will. Franck Ribéry. Und wieder drin. Also, ich will ja hier gerade ein Robbery machen. Das ist irgendwie voll doof. Das ist richtig doof. Ich weiß es nicht. Das ist doch echt richtig strange. Athletes. Robben. Und Katletz macht's rein. Sehr schön. Okay. 4:0. Ich glaube, da werde ich nicht besonders extra nochmal hier das untermalen. Irgendwie mit krassen Sounds durchgehen. Ich glaube, ich lasse da durchgehend einfach die Musik laufen, weil... Und das 5:0 von Franck Ribéry. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht. Also irgendwie ist das alles sehr, sehr komisch. Natürlich hier abgelegt und reingemacht. Pff, ja, da kann wenigstens hier mal unser Franck Ribéry ein bisschen Tore aufholen, ne? Ribéry. Und da gibt es 11 Meter, ja. McDonald's auf der Hose, auch sehr cool. Warum macht er das? Ich verstehe es nicht. Na gut, dann lassen wir Robben nochmal schießen. Wohin springen wir denn? Oder wohin wird er springen? Wahrscheinlich hält er das Ding jetzt auch noch, weil ich so viel dann Pech habe. Und drin. Wow. 6:0. Krasse Leistung, ich weiß es nicht, das ist echt strange. Na, es geht doch. Billig, aber drin. Robbery Nummer 3 hier in der Folge. Es ist doch echt super mega ätzend. Was soll denn das? 7:0 hier zur Halbzeit. Okay, die erste Halbzeit ist vorbei. Ich denke mal, ich habe nicht so viele Schüsse jetzt gemacht. 9. 7 davon aufs Tor und damit 7 Tore. Das ist okay. aber das ist ja irgendwie echt sehr strange.
Okay. Robben, zählt das als Vorlage? Ich glaube nicht. Das zählt nicht als Vorlage von Ribéry, aber Robben macht das Tor. Ja, irgendwie reingeskillt sozusagen, aber das war jetzt auch nicht wirklich toll. Also schießen wollte ich das Ding nicht, da habe ich ein Roulette reingemacht. Und da war auch Ter Stegen nochmal selbst dran, ne? Ja, okay. 9:0. Ja. Richtig krasser Shit. Einfach ein Rumgetummel hier im Strafraum. Ich weiß nicht, ich wollte... Irgendwie ist das ziemlich sinnlos, hier gegen den Gegner zu spielen. Wow, wuhu. So, damit ist das Spiel vorbei. Ich habe mir irgendwie hier am Ende nicht mehr so viel Mühe gegeben. Ich habe herumgespielt, ganz doof. Habe versucht, irgendwie blödsinnige Tore zu schießen. Ich glaube, das meiste davon werde ich auch rausgeschnitten haben, weil es irgendwann gar keinen Sinn mehr macht, hier die 10.000 Tore euch noch zu zeigen. Wenn es irgendwie ein besonderer Robbery oder sonst was war, zeigt es vielleicht. Wir haben hier Robben, Cartlet, Robbery und so weiter. Ich meine, es waren 3 Robberies, die ich mitgezählt habe. Und wir haben 9 Tore geschossen von den beiden. Also das ist... ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt so zählen soll. Ist ein bisschen doof. Wen hatten wir denn hier auf dem Dings? Lasogga zum Beispiel haben wir dort. Oder Marc-André Ter Stegen. Ja, also das ist natürlich jetzt hier die Möglichkeit. Ich habe, glaube ich, eine gute Idee. Wenn ich jetzt mir den Ter Stegen hole ins Tor, dann kann ich da die spanische Seite ein bisschen stärken. Und, ja, wir schauen mal, wie ich das jetzt hier upgrade. Ich glaube, ihr seht ja hier, ne, ich habe da raufgeschossen wie ein Blöder. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein paar Spieler suchen, upgraden und ich weiß nicht, ob ich da wirklich, wie viel sind es jetzt? 12? 12 Punkte. Also ich kann doch mal die gesamte Mannschaft upgraden. Also das ist irgendwie jetzt nicht Sinn der Serie eigentlich. Ich glaube, wir nehmen uns hier den Birki packen wir jetzt hier auf die Bank. Tauschen ihn aus gegen Ter Stegen. Und wenn ich den überhaupt habe, habe ich den Ter Stegen. Da haben wir ihn. Und dann versuche ich hier mal ein bisschen die Chemie so ein bisschen besser hinzukriegen. Ne, dass wir hier bessere Spieler haben. Also ich werde jetzt irgendwie vielleicht 2, 3 Spieler oder so austauschen, denke ich mal. Das kann man ruhig machen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mir da was Gutes überlegt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen was geupgradet. Wie ihr seht, habe ich 1, 2, 3, 4. Also den Ter Stegen hatten wir schon, aber ich habe dann reingeholt 1, 2, 3 Spieler, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ich habe die Formation geändert auf 4-1-2-1-2. Habe links und rechts dann jetzt ein paar Non-Rare Bundesliga-Goldspieler reingestellt. Und dann hier in IV habe ich den Bartra reingestellt. Und damit er eine bessere Chemie zu Ter Stegen hat. Und ja, und dann Rodriguez, den hatten wir schon mit Fernandes, Nacho Fernandes zusammen. Kommt dann auf eine 7er Chemie, links und rechts halt auch 7. Das kann aber alles noch besser werden. Ich wollte jetzt nicht zu viel upgraden, 3 sollten erstmal reichen. Chemie ist noch nicht mega heftig gut, aber wir gucken mal. Ich werde einfach mir den nächsten Gegner jetzt schnappen und dann sehen wir gleich mal, wie es da ausschaut. So, da haben wir unseren nächsten Gegner. Bin mal ganz gespannt, wie es gegen den dann läuft. Also wir hatten ja eben eine... ja, easy Partie. Jetzt wird es wahrscheinlich extrem schwierig für uns werden. Oh, Naldo in Form. Rodriguez, ja. Also ist ein bisschen was dabei, was wir uns schnappen könnten. Würde fast sagen Mkhitaryan oder eben Naldo in Form. Aber Mkhitaryan finde ich halt ganz gut als ZOM. Okay, seien wir gespannt, ob wir überhaupt hier einen Sieg rausholen können. Das ist ja immer so das Problem. Krieg ja nichts geschissen. Sehr schön, da haben wir die Pille. Okay, haben wir. Ribéry, Robben! Jawohl, Sweaty the Robbery. Sweaty Robbery. Den haben wir gemacht. Weidenfeller gerade besiegt. Sehr schön, drin ist das Ding.
Oh. Achtung. Oh mein Gott, hatten wir da Glück. Hatten wir da Glück. Das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Da ist er durch. Schön. Nicht sein Ernst. Okay, die erste Halbzeit ist damit vorbei. Das sieht ja schon mal ganz okay aus. Schlecht gespielt teilweise. Aber ja, da bleiben wir jetzt dran. Machen wir das Ding klar. Oh, komm! Ribéry! Schade, war eine sehr gute Aktion. Jetzt müssen wir hier das Tor dicht stellen. Drin das 2:0. James Rodriguez war es, glaube ich. Jawohl, den Sieg haben wir uns hier verdient, ey. So hart gekämpft, ey. Ich kann die ganze Zeit gar nicht reden, weil ich mich nicht so konzentrieren kann. Irgendwie ist das ganz schwierig heute. Jetzt kommt der Schlusssatz da von James Rodriguez. 2:0. Okay, shit, den Ball da verloren. Wieder rankommen. Hol ihn dir, hol ihn dir. Sehr schön. Ah, Schiri, Mann, pfeift er schon wieder uns ab. Jetzt machen sie es natürlich schnell. Kagawa. Jojic. Oh, 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 Ramos. Jetzt ran da. Nein, was macht er? Was macht der Ramos? Nein! Oh, warum? Jetzt der Anschlusstreffer. Wie unnötig. Warum das denn? Das kann er doch jetzt nicht. Oh, wir führen 2:0 und dann kriege ich hier so ein Ding rein. So ein ganz krasser Abwehrfehler. Mann, wie doof bin ich denn eigentlich? Scheiße, Mann. Ja, da kann Ter Stegen auch nichts machen. Und die Abwehr läuft an dem vorbei. Ramos, Alter. Jetzt hau ab, du Arsch. Ich will's nicht sehen. Weiter. Los, Robben. Jetzt zieh über die Außen. Da können wir es schaffen. Los, zieh rein. Schuss antäuschen. Jawohl. Nochmal gedreht. Abschluss. Nein, wohin? Oh, Robben. Ja, mit der Hacke. Mit der Hacke macht er das Ding rein. Eien rum, du geiles Stück. Oh, meine Güte, ihr glaubt nicht, wie angespannt ich die ganze Zeit bin. Heftiger Scheiß. Ich habe schon richtig Schiss gehabt, dass wir jetzt hier wieder noch ein Ding reinkriegen und so weiter und so fort. Jetzt kämpfen wir uns da durch. Danke, Robben. Danke, Robben. Danke, Robben. Oh, 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 Verteidigung, komm, letzten Minuten nicht noch hier aufgeben. Die Flanke von Draxler. Abgewehrt, scheiße, nein, Dante. Oh, der kann zum Glück nicht schießen. Und damit ist das Spiel vorbei, wir gewinnen. 3:1, endlich mal ein verdienter Sieg. Es war echt sehr schwierig. Aber ja, was willst du da machen? Teilweise denkst du dir so, was soll der Scheiß? 3 Tore geschossen und es waren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ein Robbery oder sowas dabei war. Ich glaube nicht. Ribéry und Robben machen die Tore. Oh, das war vielleicht sogar ein Robbery mit einem Sweaty. Kann das sein? Vorlagen einmal. Ja, okay. Könnte sogar durchaus sein. Das habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wer im gegnerischen Team war. Das werde ich auch noch in der Aufzeichnung nachprüfen. Bis gleich. So, da sehen wir das neue Team. Ich habe ein bisschen mal geupgradet. Es ist auf jeden Fall echt ein bisschen schwierig, da immer das Passende zu machen oder sich was Gutes zu überlegen, was man dort machen könnte. Ich habe mir einfach den Naldo geklaut, weil es den da gab. Ich hätte auch Mkhitaryan noch nehmen können fürs ZOM. Ja, wäre alles möglich gewesen. Dann habe ich mir hier Rafinha rechts hingepackt. Ich habe ihn hier, Bartra, getauscht mit Naldo. Links dann Marcel Janssen hingepackt und hier oben Max Meyer für Soto. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich jetzt gemacht habe. Es ist jetzt hauptsächlich Bundesliga geworden. Ich würde das gerne noch mehr Richtung BBVA wieder kriegen. Ob ich das hinbekomme, werden wir ja sehen. Vielleicht kann ich ja demnächst wieder ein paar gute Spieler klauen. Vielleicht ja irgendwie einen guten von Barcelona oder sowas. Hier irgendwie einen guten IV oder so. Keine Ahnung. Und hier Ramos, ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, Ramos zum Beispiel, ne? Der wäre ja da perfekt an der Stelle. Zack, hätte er gute Chemie dann mit James Rodriguez. Und dann gucken wir mal, was es da noch so gibt. Und ja, ich sag erstmal wieder danke fürs Einschalten. Ich denke mal, das soll es für diese Folge heute gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.